Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video zeige ich euch, wie ihr auf der neuen Zombie-Karte Verlassener die gratis Wunderwaffe bekommt. Und zwar müsst ihr erstmal Packer Punch aktivieren. Für all diejenigen, die nicht wissen, wie es geht, werde ich es oben rechts in die Infokarte verlinken. Und wenn ihr das dann aktiviert habt, dann müsst ihr hier in diesem Packer Punch Raum bzw. in diesem Turm einen roten Knopf drücken. Wenn ihr dann diesen Knopf hier gedrückt habt, dann kommt eine Cutscene. Diese Cutscene könnt ihr auch überspringen, wenn ihr wollt, die müsst ihr euch nicht anschauen. Und jetzt zeige ich euch, wo ihr alle drei Teile, die ihr braucht für die Wunderwaffe, findet. So, Teil Nummer 1 befindet sich hier bei Jimmy's Donuts. Und zwar müsst ihr hier reingehen, dann seht ihr schon, da ist so ein Kristall hinter der Theke. Wenn ihr dann hier zum Kristall geht, dann spawnen drei Zombiewellen. Die erste Zombiewelle sind diese Pesthunde, die ihr töten müsst. Wenn ihr alle Hunde getötet habt, dann müsst ihr wieder zum Kristall gehen und dann spawnen Sturmzombies. Die müsst ihr jetzt nun alle töten. Und danach geht ihr wieder hier hin und dann spawnen Mimics. Wenn ihr die auch alle getötet habt, dann könnt ihr wieder zum Kristall gehen und ihn aufheben. Das ist jetzt das erste Teil für die Wunderwaffe und jetzt kommen wir nun zum zweiten Teil. Den zweiten Kristall bekommt ihr, indem ihr erstmal einen Flammenwerfer kauft und dann braucht ihr noch einen Peiniger Zombies. Das sind die roten Zombies, die sich einfach in die Luft jagen. Wenn ihr dann so einen roten Zombie habt, dann holt euren Flammenwerfer raus, denn diesen Zombie müsst ihr jetzt mit dem Flammenwerfer töten. Und dieser droppt nun den zweiten Kristall. So, kommen wir nun zu Kristall Nummer 3. Für diesen Kristall braucht ihr die Abscheulichkeit und ihr müsst ihn so triggern, dass er einfach so ein Ätherkristall, die es überall auf der Map verteilt gibt, mit seinem Laserstrahl abschießt. Und wenn ihr das dann macht, habt ihr den dritten Kristall. Wenn ihr dann alle drei Kristalle habt, dann kommt ihr zum Partikelbeschleuniger und ihr könnt dann nun in diesen Pool die Kristalle reinpacken. Wenn ihr die Kristalle dann reingetan habt, dann müsst ihr nur noch mit Nahkampfkills den Pool bzw. die Kristalle aufladen. Und wenn ihr dann genug Zombies getötet habt, kommt so eine kleine Explosion und aus dem Pool kommt dann die Wunderwaffe. So, das war's dann mit dem Video, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare. Und für all diejenigen, die noch kein Abo bei mir haben, können das an dieser Stelle sehr gerne ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Mal.